Und ich habe ziemlich lange mit ihr darüber geredet, wie es ist, als dunkle Person in der Schweiz aufzuwachsen. Und ja, mich eins zu eins mit ihrer Geschichte kann ich identifizieren. Ich bin Ausländer. Ja, oh. Ich habe einen dänischen Pass. Und es ist nicht einfach, als kleines Ausländerkind aufzuwachsen in der Schweiz. Es ist mehr als einmal vorgekommen, als ich auf der Straße verlaufen und mir sind irgendwelche stereotypischen Sachen nachgeschraubt worden, wie «Hey, Skandinavier, du hast wunderschöne Augen.» Merci, merci, merci. Hey Dan, geh zurück nach Dänemark, wo die glücklichsten Menschen auf der Welt leben.